Hey Leute und herzlich willkommen endlich bei der dritten Generation der Pokémon Top-Listen. Ja, und das ist auch gleichzeitig die 15. Ausgabe der Pokémon Top-Listen. Und zur Feier des Tages habe ich einen ganz besonderen Gast hier, und zwar Flecki ist hier. Und ich sage es mal, ich knuddel jetzt Flecki noch ein bisschen und ihr schaut euch dabei das Intro an. Platz 3, und zwar Lilip. Wird das so ausgesprochen? Lilip? Oh, Flecki. Ja, was soll man zu Lilip sagen? Lilip ist ein Ur-Pokémon von Typ Pflanze-Gestein. Ich finde, es sieht total cool aus. Sieht aus wie so eine urzeitliche Pflanze mit einem Muster drauf und aus dem Pflanzenkorb hängen Tentakeln draus. Das ist voll cool. Das ist voll cooles Design. Und dieses Lila, das passt einfach total gut dazu. Und dann noch diese süßen Augen sollen ja die Augen darstellen da in dem Pflanzenkorb. Der Pflanzenkorb, das ist einfach total cool gemacht. Dann halt, wie sie gesagt, die Tentakeln, die dann halt daraus hängen. Und die Augen und dass es so steht, das ist einfach ein total cooles Pokémon. Also, das ist gut designt. Kommen wir nun zu Platz 2, und zwar Ninjask. Ein Käfer-Flug-Pokémon, wenn ich mich recht erinnere. Und mein Gott, hier haben wir wieder den bösen Käfer, das Böse. Diese bösen Augen, dann diese Klauen, die es da hat. Das ist einfach total cool. Das ganze Design einfach, das passt total cool. Wie so eine aktive Form von Ninja Tom. Ja, wie so eine aktive Form von Ninja Tom. Gefährlich mit diesen Scheren, diesen Klauen. Es ist einfach so geil. Ich freue mich jedes Mal, wenn es in Anime vorkommt. Ninjas ist so geil. Und kommen wir nun zu Platz 1. Und zwar Platz 1 ist die Weiterentwicklung von Lilip, Vili oder Vilie. Boah, was ist das? Eine urzeitliche fleischfressende Pflanze mit Tentakeln. Boah, sieht das geil aus. Auch wieder diese bösen Augen, dann dieser Pflanzenkorb da drum. Dann auch das Muster wieder und dann halt wie so ein Kragen, dann halt die Tentakeln. Boah, ist das geil! Ist das geil! Das sieht so cool aus. Das ist so cool, wenn es damals wirklich solche Pflanzen gegeben hätte. Ich hätte am liebsten in der Schule ein Referat darüber gehalten, weil es sieht einfach so cool aus. Es sieht einfach so verdammt cool aus. Willi oder Willi. Das ist einfach richtig geil. Das sieht so geil aus. Böse, gefährlich und dann die Tentakel. Das passt ein. Das harmoniert total. Gut gemacht. Game Freak, gut gemacht. Ja, damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Pokémon Top List angelangt. Auch das erste Video mit Flecki gewesen. Wenn ihr noch mehr Videos mit Flecki sehen wollt, gebt einen Daumen nach oben. Flecki kommt auch noch mal kurz gucken. Gott, das muss ich alle. Flecki zeigt den Zuschauern noch nicht sein Po. Liken, abonnieren, ciao!